Ich darf Sie recht herzlich willkommen heißen zur offiziellen, also sollte durch die Gemeinde stattfindenden Vorstellung beider Bewerber. Wir haben uns mit beiden vorher auf einen Ablaufplan geeinigt. Zunächst werden sich beide kurz jeweils vorstellen. Danach auf ihrer Top-10-List sozusagen oder Top-100-List, je nachdem, die ersten drei Plätze jeweils von ihren Themenschwerpunkten vorstellen. Danach einen kurzen Abriss über die übrigen machen und dann gibt es noch sowas wie eine schnelle Antwortrunde. Und danach sind Sie dran mit den Fragen. Ja, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Thomas Reiche. Ich bin 35 Jahre, wohnhaft in Wolmerstedt, in der Gemeinde Kaiserpfalz und dort auch verheiratet. Seit meinem Studium zum Ingenieur für Vermessungswesen und dem anschließenden Aufbaustudium zum Wirtschaftsingenieur bin ich beruflich seit 10 Jahren bei der Volksbank Halle als Immobiliengutachter im Kreditbereich der Bank tätig. Aus dieser beruflichen Erfahrung heraus, sowie auch aus dem Kreditbereich, der Weitblick und die Rückschau auf verantwortungsvolle Entscheidungen, habe ich für mich die Entscheidung getroffen, auch die Bewerbung als Verbandsgemeindebürgermeister anzugehen. Liebe Einwohnerinnen und Einwohner, Ihre Wahlentscheidung vorausgesetzt, würde ich mich natürlich sehr gerne dem Amt des Bürgermeisters stellen und hier mich mit voller Kraft diesem widmen. Vielen Dank. Mein Name ist Monika Ludwig. Ich wohne in Saubach, bin dort auch groß geworden, bin mittlerweile seit 41 Jahren dort wohnhaft, habe, wie es so schön ist bei uns auf dem Dorf, also schräg über Mist geheiratet, wie es immer so schön heißt, bin seit 10 Jahren verheiratet, habe 2 kleine Töchter, die sind 5 und 7 Jahre alt mittlerweile, besuchen die Kindereinrichtungen in Saubach. Und nachdem ich mir dann auch mal ein bisschen den Wind in der Welt um die Ohren wehen lassen habe und nach meiner Ausbildung als Industriekauffrau das Studium der Politik, Wirtschafts- und Rechtswissenschaften in Jena erfolgreich abgeschlossen habe, habe ich dann so die ersten beruflichen Erfahrungen hier in Sachsen-Anhalt in einem Softwareunternehmen in Querfurt sammeln dürfen und hatte dann die Gelegenheit, als 2004 die Stelle der Leiterin der Wirtschaftsförderung in der Stadtverwaltung Erfurt ausgeschrieben war, mich dort zu bewerben, beziehungsweise habe diese Chance genutzt und konnte mich in dem Bewerbungsverfahren durchsetzen. Das heißt, ich bin mittlerweile seit 10 Jahren in der Stadtverwaltung Erfurt in leitender Tätigkeit unterwegs, habe zunächst, wie gesagt, den Bereich der Wirtschaftsförderung betreut und habe dann, nachdem ich 2008 noch ein Aufbaustudium im Bereich Personalentwicklung absolviert habe, dann den Bereich Organisation und Personalcontrolling in der Stadtverwaltung Erfurt übernommen. Und da wünsche ich mir einfach die Chance, als hauptamtliche Verbandsgemeindebürgermeisterin hier viel aktiver die Prozesse mitzugestalten und auch einfach die Belange der Bürgerinnen und Bürger mit mehr Zeit und mit mehr Aktivitäten auch vertreten zu können. Das ist also eines der Gründe, die mich auch dazu bewogen haben, hier als parteilose Kandidatin ins Rennen zu gehen und meine Erfahrungen eben für unsere Verbandsgemeinde und für die Mitgliedsgemeinden hier einzubringen. Meine Damen und Herren, Herr Wittke bat uns, Schwerpunkte unserer Gestaltung und Vorstellungen für die Aufgaben des Verbandsgemeindebürgermeisters zu nennen. Damit möchte ich jetzt beginnen. Im Wesentlichen habe ich meine Gestaltungsschwerpunkte wie folgt strukturiert. Ich sehe an erster Stelle meine persönliche Befähigung und auch meine Eigenschaften aus dem Finanzwesen der Wirtschaft zu widmen. Der zweite Punkt orientiert sich als Schwerpunkt der Bildung und als dritten Schwerpunkt möchte ich die Infrastruktur stellen. Zu dem Bereich der Wirtschaft. Ich denke, in unserem Verbandsgemeindegebiet gibt es immer noch einen Großteil von Arbeitslosen. Es ist für mich ein wesentliches Ziel, die bestehenden Arbeitsplätze zu sichern und womöglich neue Arbeitsplätze zu schaffen. Denn es ist sowohl für die Arbeitssuchenden als auch für die Berufstätigen, die in anderen Regionen berufstätig sind, daraufhin unsere Region vielleicht verlassen haben und gerne zurück wollen, wichtig, dass wir hier ausreichend und qualifizierte Arbeitsplätze bieten können. Denn ich denke, gesunde Einkommens- und Beschäftigungsverhältnisse sind wesentlich
weil das berufliche Tätigkeitsfeld ein zentrales Kriterium ist für die Wahl des Wohnsitzes. Deswegen ist es für mich ein wichtiges Signal, wenn ich jetzt auch exemplarisch mal die Expansionsbestrebungen sehe, ob es hier der Firma Hengelein in Kloster Hessler ist oder der Burgenland-Käserei in Bad Bibra, dass es ein Bekenntnis ist, diese Unternehmen zu dem Standort, zu der Region. Ich will Ihnen da auch keine illusorischen Vorstellungen irgendeiner überzogenen Ansiedlungspolitik machen, aber ich denke, es ist wichtig, hier die Fähigkeiten einzusetzen, um die realen Potenziale zu heben. Neben der privatwirtschaftlichen Wirtschaftsstärkung sehe ich natürlich auch, dass die Verbandsgemeinde selbst im Zuge der gemeindlichen Hauswirtschaft auch wichtig zu stärken. Die Verbandsgemeinde ist selbst Auftraggeber baulicher Leistungen, handwerklicher Leistungen oder Dienstleistungen. Zum einen, zum anderen ist die Verbandsgemeinde natürlich auch eigenverantwortlich für die Bewirtschaftung der eigenen Liegenschaften mitverantwortlich. Und da sehe ich meine Stärke, meine Know-how mit einbringen zu können. Unsere Bildungslandschaft hier in der Verbandsgemeinde wird im Wesentlichen geprägt durch vielfältige Kita-Einrichtungen, durch die beiden Grundschulen in Eckertsberger und Saubach, sowie mit ihren Horten, sowie die Sekundarschule in Bad Bibra. Hier sind in den letzten Zeiten schon erfolgreiche Sanierungsfortschritte geleistet. Verlangt das auch eine hohe Anerkennung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, weil hier auch Sanierungsvolumen im Millionenbereich begleitet wurden und das durch eine relativ kleine Verwaltung. Ich sehe immer noch einige Kitas und insbesondere auch die Grundschule in Eckertsberger, die noch weitere Investitionen erfordert, den Schulentwicklungsplan voranzutreiben, damit auch hier die Fördermaßnahmen, die Förderkriterien als Voraussetzung für die Sanierung angehen können. Das ist für mich ein Schwerpunkt der rein substanziellen Verbesserung der Einrichtungen, damit natürlich auch eine gute Bildung an den Standorten, an den einzelnen Einrichtungen gewährleistet sein kann. Ich sehe vielmehr im Dialog mit den Erzieherinnen, mit den Leiterinnen, aber auch mit dem Fachpersonal der Verwaltung und den Elternvertretungen hier erfolgreiche Konzepte zu kreieren. Und dort, bei den Einrichtungen, wo in der Vergangenheit schon gute Ergebnisse erzielt wurden, bin ich natürlich eher ein Freund, diese zu unterstützen, als diese zu verändern. Als dritten großen Themenschwerpunkt sehe ich in unserer Verbandsgemeinde das Thema Infrastruktur. Die Infrastruktur in der Verbandsgemeinde möchte ich mal bezeichnen als die Lebensadern einer jeden Region. Es umfasst dabei sowohl die Fähr- und Entsorgungsanlagen, gleichzeitig auch dezentrale Lösungen, im Wesentlichen natürlich die Straßen und Radwege, aber auch einzelne Versorgungspunkte, die wir sicherlich vorwiegend in den Kleinstädten realisieren müssen. Ich denke da an medizinische Versorgungspunkte, Kulturangebote und dergleichen. Es geht natürlich, um wieder bei der Fläche zu sein, natürlich auch an Themenpunkte wie Personennahverkehr oder die Breitbandversorgung zur Datenversorgung. Meine Vorteile im Bereich der Kontakte, sei es auf kreislicher Ebene, sei es darüber hinaus, auch zum ALF habe ich bereits gute Kontakte als den größten Förderer des ländlichen Raumes, sodass ich hier die Möglichkeiten und meine Eigenschaften gerne einbringen möchte, um hier bestmögliche Ergebnisse für die Verbandsgemeinde zu erzielen. Vielen Dank. Als erster ganz wichtiger Themenschwerpunkt, der mir unter den Nägeln brennt, ist das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ich denke, das ist gerade hier bei uns im ländlichen Raum eine besondere Herausforderung, weil wir hier eben als Wohn- und Arbeitsstandort diese Mobilität im Pkw-Bereich definitiv brauchen. Und um Familie und Beruf miteinander vereinbaren zu können, brauchen wir uns, glaube ich, auch keiner Illusion hingeben. Wir sind hier mehr der Wohnstandort und Arbeit findet zu großen Teilen in den Zentren rundherum statt. Also ich selbst pendle ja nach Erfurt. Ich kenne viele, die das ebenfalls tun. Weimar, Jena sind auch alle einen Zirkel von ungefähr einer Stunde zu erreichen, aber auch Richtung Naumburg, Halle, Merseburg, das sind alles Bereiche, wo im Prinzip Angebote für Arbeit da sind, wo auch Angebote für hochqualifizierte junge Leute da sind und die wollen wir natürlich in unserer Region gerne behalten.
Und das bedarf natürlich, um das zu ermöglichen, zum einen die familiären Strukturen, von denen ich ja momentan eben auch profitiere. Ich habe eben den großen Vorteil, dass ich meine Mutti mit auf dem Hof habe, die Schwiegereltern mit im Ort habe und da alle ganz tatkräftig mit unterstützen. Das würde aber nicht funktionieren, wenn eben auch die Kindereinrichtungen nicht vor Ort wären und die Kindereinrichtungen auch ein entsprechendes Angebot von der Zeit her bereithalten, dass wir eben wirklich in einem Zeitfenster von 6 Uhr bis 17 Uhr eine Kinderbetreuung, eine qualitative Kinderbetreuung sicherstellen können. Damit bin ich eigentlich schon bei meinem zweiten Schwerpunkt, und zwar die engere und bessere Zusammenarbeit der Verbandsgemeinde mit den Mitgliedsgemeinden. Denn ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Die Herausforderungen, die uns in Zukunft ereilen werden, sei es in dem Bereich der Infrastruktur, der Daseinsvorsorge, der Abwasserentsorgung, der Trinkwasserversorgung, also alles, was notwendig ist, um das Leben und Wohnen und Arbeiten hier im ländlichen Raum zu ermöglichen, das werden wir nur mit den Mitgliedsgemeinden und der Verbandsgemeinde gemeinsam hinbekommen. Und der dritte Schwerpunkt, den ich mir auch nochmal mit sozusagen als ganz wichtiges Thema vorangeschrieben habe, ist die Thematik der Wirtschaftsförderung. Das ist vor allem auch daher ein Thema, weil ich das im Rahmen meines Studiums sehr intensiv auch aus der theoretischen Sicht schon bearbeitet habe, da über 4 Jahre in der Landeshauptstadt Erfurt schon gute Erfahrungen sammeln konnte. Definitiv ist es so, dass natürlich die Voraussetzungen in Erfurt ganz andere sind, als wir sie hier haben. In der Verbandsgemeinde Anderfinne ist es so, dass wir als flächenmäßig größte Verbandsgemeinde im Burgenlandkreis, wir haben fast 25 Hektar, die wir hier als Fläche haben, mit 54 Orten eben vor allem eine ländlich geprägte Struktur haben, wo wir eben viel Landwirtschaft haben, wo wir viel kleinere Unternehmen haben. Also vielleicht nicht, dass es für Verwirrung sorgt. Bei den Orten meine ich wirklich die Orte im Sinne von Orten. Also Mitgliedsgemeinden in der Verbandsgemeinde sind wir natürlich 7. Aber da gehören ja ganz viele Ortsteile dazu. Und es sind tatsächlich in der Verbandsgemeinde 54 Orte, die wir hier haben. Und bei dem Thema Wirtschaftsförderung ist es so, wie gesagt, der landwirtschaftliche Bereich, aber auch der gesamte Bereich Lebensmittelindustrie, den wir hier haben, den müssen wir natürlich stärken. Da müssen wir alles unternehmen, um hier die Voraussetzungen weiterhin auch zu schaffen, damit sich diese Unternehmen entwickeln können, dass wir sie auf dem Stand, den sie heute haben, natürlich auch halten, weil das bringt perspektivisch eben auch Möglichkeiten für die jungen Leute, hier im Bereich zu bleiben und hier auch eine Arbeit zu finden. Und da müssen wir im Prinzip auch die gemeinsamen Anstrengungen unternehmen. Das ist auch wieder eine Aufgabe, die die Mitgliedsgemeinden und die Verbandsgemeinde nur gemeinsam schultern können. Denn da bedarf es eben der Infrastruktur, da bedarf es der Instandsetzung der Straßen, aber auch das Schaffen von Rahmenbedingungen im Sinne von Flächennutzungsplänen und B-Plänen, die ja als Aufgaben eben bei der Verbandsgemeinde auch liegen und die dort zu realisieren sind. Es ist sicherlich auch illusorisch zu sagen, dass man auf alles immer gleich eine Antwort haben wird, aber zumindest muss man es angehen und muss drüber reden und muss vielleicht an manchen Stellen auch mal sagen, dass bestimmte Dinge nicht funktionieren und nicht gehen, weil sie einfach auch nicht finanzierbar sind. Und auch davor würde ich mich nicht scheuen, da auch eine klare Prämisse zu setzen, sagen, manche Dinge funktionieren eben einfach nicht. Bloß man muss sich drüber unterhalten und man muss auch andere Standpunkte einfach sich anhören, um da sich dann eine Meinung zu bilden. Nachdem wir jetzt unsere Kernschwerpunkte genannt hatten, möchten wir in einer etwas kürzeren Zusammenfassung noch weitere Schwerpunkte benennen. Schwerpunkte, die ich da sehe, sind der Bereich des Tourismus. Ich sehe hier in unserer Region, Tourismus sehe ich als Chance in unserer Region. Ein weiterer Punkt, den ich sehe, ist bei der Stärkung der Feuerwehr. Nicht nur zuletzt in dem Jahr 2014, Sie als BIPRA haben es besonders gemerkt, haben wir eine hohe Einsatzzahl von Feuerwehr einsetzen, sodass es nicht nur ich selbst als Mitglied der Feuerwehr für erforderlich halte, sowohl personell als auch materiell unsere Wehren so auszustatten, dass sie den Herausforderungen, den vielfältigen Herausforderungen gerecht werden. Der letzte Punkt, den ich nicht als Hauptschwerpunkt benennen darf, nach der Regie von Herrn Wittke, aber der mir trotzdem am Herzen liegt, ist die Gestaltung unseres Vereinslebens. Selbst im Vereinsvorstand eines Sportvereins tätig, weiß ich natürlich, wie wesentlich die Gestaltung unserer Region, sowohl der Städte als auch der Dörfer, mit einer vielfältigen Vereinslandschaft ist. Dass hier die Vereine Unterstützung bekommen, weil es ist meine ureigene Überzeugung, dass die Vereine mit viel Engagement, mit aufopfernder Arbeit hier am Leben in den Ortschaften beitragen. Und deswegen als
nicht letzten Punkt, aber sehr leidenschaftlichen Punkt von mir, die Unterstützung der Vereine. Vielen Dank. Ja, die Themenschwerpunkte haben wir ja schon sehr intensiv jetzt erörtert. Ich denke, die Thematik wirklich Ausbau und Ertüchtigung der Infrastruktur und die Vereinbarkeit der unterschiedlichen Nutzung, die wir hier im Bereich haben, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wobei Infrastruktur sich da nicht nur auf das Thema Straße beziehen sollte, sondern hier geht es eben auch um die gesamte Wasserversorgung, Wasserentsorgung, die Thematik Abwasser, die uns ja auch schon geraume Zeit in den einzelnen Orten beschäftigt und wo zukunftsfähige und tragfähige Lösungen notwendig sind, um eben auch das Leben hier in der Region weiterhin bezahlbar zu halten. Ein weiterer Punkt, der für mich eine wichtige Rolle spielt, ist eben auch die Unterstützung der Vereine und Verbände, die hier im Bereich tätig sind. Das gilt sowohl eben für die Feuerwehren, für die Sportvereine, aber auch die Frauenfreizeitclubs. Ich sage immer und sage auch so schön, meine Bastelfrauen. Also da gibt es ganz viele zahlreiche Aktivitäten im gesamten Gebiet der Verbandsgemeinde. Wir haben Schützenclubs, wir haben Rassenkaninchenzüchter. Also es ist schon sehr, sehr interessant, wo die Leute sich alles mit auseinandersetzen und beschäftigen. Und ich glaube, die auch. Der neunte Brennpunkt ist einer, den auch ein großer Teil unserer Bevölkerung betreffen wird. Im Kernbereich geht es erstmal um Demografie allgemein, aber auch um die Versorgung älterer Mitbürger im ländlichen Bereich im Speziellen. Bei der Problematik demografischer Entwicklung sollte unser Fokus, glaube ich, nicht nur darauf stehen, zu sehen, dass die Jüngeren hier in der Region bleiben, sondern wir müssen natürlich darauf achten, dass auch die älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger hier in der Region bleiben und nicht sozusagen den Kindern hinterherziehen, weil die Gefahr besteht durchaus auch. Und das bedarf eben auch entsprechender Infrastrukturangebote und Betreuungsangebote, damit man eben das Leben hier auch noch gestalten kann. Was da, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Thema ist, ist die ärztliche Versorgung, die hier mit eine große Rolle spielt. Und hier müssen wir mit den handelnden Akteuren, sowohl mit den Ärzten, aber auch mit den Krankenkassen, vielleicht mal schauen, ob wir da gute Angebote für die Zukunft auch schaffen können, um die Versorgung hier im ländlichen Raum auch weiterhin absichern zu können. Ja, ich sehe die Bedarfssituation aus der Demografie ähnlich. Es gibt wohl keine größere Bevölkerungsgruppe als unsere Senioren, die ein größeres Heimatgefühl hier für unsere Verbandsgemeinde haben. Und deswegen denke ich, gerade diese Gruppe möchte so lange wie möglich natürlich im vertrauten Wohnumfeld in der Heimat bleiben. Das wird mit zunehmendem Alter schwieriger, aber gerade da aus meiner bisherigen Berufserfahrung bei der Finanzierung von der Schaffung und Neuerrichtung von altengerechten Wohnformen habe ich ja große Erfahrungen und denke, dass hier auch ein Potenzial da ist, dass man hier Wohnformen schafft, dass wenn auch die Seniorinnen und Senioren nicht mehr im eigenen Haushalt leben können, dass sie trotzdem in der Region bleiben und dann einfache Wohnformen nutzen, die altersgerechte Eigenschaften haben. Der nächste Brennpunkt ist ein infrastruktureller. Ist auch eine Herausforderung, das ist touristischer Art, das ist der Finnebahnradweg. Ja, bei dem Finnebahnradweg, das ist ein Thema, was wir definitiv in der Zukunft weiter verfolgen sollten, weil der Anschluss in den Thüringer Raum hier mit zu erbringen ist. Sicherlich muss man sich über die Trassenführung unterhalten und sollte sich auch hier in Zusammenarbeit mit den landwirtschaftlichen Unternehmen vor Ort dann drüber verständigen, wie man hier eben auch gegebenenfalls gemeinsame Nutzung, also diese Kombination ländlicher Wegebau, Radwegebau, hier das miteinander zu kombinieren, um da eine Verbindung hinzubekommen. Um den weißen Fleck, den wir momentan eben leider haben, von der thüringischen Landesgrenze in Richtung Unstruttal vielleicht dann doch mit der ein oder anderen Linie zu durchziehen, um hier ein Angebot zu haben. Grundsätzlich befürworte ich auch den Ausbau des Radwegenetzes. Der Finnebahnradweg wäre der eine Variante. Das heißt, im Thüringischen ist das schon vorgemacht, ist im Trassenverlauf der ehemaligen Finnebahn der Radweg ausgebaut. Hier sehe ich aber ganz klar auch mit dem Kostenrisiko, was auf die Verbandsgemeinde entfallen wird, insbesondere bei den Viadukten und Brückenbauwerken. Hier kann erst eine Lösung, wenn überhaupt vereinbart werden, wenn auch die Deutsche Bahn bei der Übergabe der Flächen sich auch nachhaltig an den Kosten für die Brückenbauwerke beteiligt, weil das ansonsten aus meiner Sicht nachhaltig nicht realistisch aufrechtzuerhalten ist.
Ansonsten wünsche ich Ihnen heute noch hier gemeinsam vielleicht eine kurze Diskussion beim gemeinsamen Bier hier. Bereicht es auch mit den Bewerbern. Deswegen noch einen schönen Abend. Es war recht positiv und jeder Kandidat hat sich relativ gut verkauft. Die Entscheidung muss natürlich jeder für sich treffen, wen er dann wählt. Danke. Das denke ich auch. Von der Sache her war das notwendig, dass das mal gemacht wurde hier. Also ich fand schon mal sehr gut, dass sich so viele Leute den Weg gemacht haben, hierher gekommen sind. Das zeigt schon mal von großem Interesse. Interessant. Es war interessant, dass das nachher in die politische, also in die Parteirichtung getrieben wurde, war Quatsch. Interessante Themen, die mal in der Zukunft für Bad Wiedbrand interessant sind. Es war eine super Veranstaltung. Danke. Ja, es war sehr informativ. Und ja, für mich ist die Entscheidung gefallen. Ich weiß, wen ich wählen werde. Und ich wünsche dieser Person viel, viel Stärke und viel Erfolg. Henry, ich bin schon erleichtert. Man weiß ja immer nie, was kommt. Aber ich denke, die Sache war im Wesentlichen doch sehr sachlich. Es war fair. Ich bedanke mich auch bei meiner Kandidatin, meiner Mitbewerberin, die doch immer sehr fair geantwortet hat, sich der Sache gewidmet hat und nicht dem politischen Gegner. Das war doch sehr angenehm. Ich fand es sehr spannend. Ich fand es auch gut, dass doch viele Fragen von den Bürgerinnen und Bürgern kamen, weil der Ansatz wirklich ist für die Perspektive, ganz viel zuhören, die Bürger mitnehmen, um die Verbandsgemeinde wirklich perspektivisch auf einen guten Weg zu bringen und zukunftssicher zu gestalten. Und das geht nur miteinander. Danke. Ich fand es sehr interessant. Beide Bewerber haben ihr Bestes gegeben. Fragen kamen. Es war relativ gut besucht, die Veranstaltung, obwohl, wenn man die Gesamtbevölkerung der Verbandsgemeinde nimmt, hätten es noch ein paar mehr sein können. Und wie sich jeder bei der Wahl entscheidet, ist letztendlich seine Entscheidung. Und ich muss dazu sagen, es gibt in dem Moment auch keinen Parteizwang oder Fraktionszwang oder irgendwas. Jeder ist nur seinem Gewissen verpflichtet. Die beiden Kandidaten haben sich recht gut dargestellt und dass eben jetzt der Wähler sich da eben positionieren sollte und das richtige Kreuz zu machen. Ja, ich denke, dass die beiden Kandidaten sich heute Abend hier vor den Bürgern sehr viel Mühe gegeben haben, um ihre Position rüberzubringen. Ich denke, dass die Zeit war ein bisschen überzogen. Also man hätte nach anderthalb Stunden vielleicht schon Schluss machen können. Aber ich denke, dass die Bürger, wenn sie aufmerksam zugehört haben, genügend Informationen für sich selber mitgenommen haben, um dann am 19., dem Sonntag, halt ihre Entscheidung zu treffen. Und dann werden wir mal sehen. Danke, Ihnen. Wie man heute sehen konnte, haben viele Bürger das Veranstaltungsangebot angenommen, haben natürlich, weil die Wahlen vorab anstanden, sich informiert über die beiden Kandidaten und auch die haben sich viel Mühe gegeben, alle Punkte vorzustellen, die wichtig sind. Und jetzt liegt es an dem Bürger, sich dafür zu entscheiden, für den richtigen natürlich. Danke Ihnen.